Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 2, der Definitive Edition, zu einem besonderen Community-Match. Und wie ihr seht, da sind nur drei Spieler drin. Und ja, das ist richtig, wir spielen ein 2 vs. 1 gegen Falrin, der auch besser bekannt ist als Falkenmut, ein Community-Mitglied und ja, relativ gut in Age of Empires 2, schon lange dabei, hat 1530 Elo im 1 vs. 1 und 2200 Elo im Team-Game. Und ja, ich und Tobi sind da dementsprechend etwas niedriger angesiedelt. Grüß dich, Tobi. Ja, servus, liebe Zuschauer. Also 2 gegen 1 ist natürlich, sagen wir mal, in der Überzahl, aber die Sache ist halt, ich bin bei 1000 Elo, 944, du bei 949. Also beide nicht die besten. Und ja, Falkenmut ist schon ziemlich stark. Mal schauen, ob das was wird. Genau, bin ich auch sehr gespannt. Dann geh mal auf Ready. Ich spiele die Franken und versuche eben jetzt taktikmäßig schnell ins dritte Zeitalter zu kommen. Also im zweiten höchstens mal 2, 3 Speerkämpfer auszubilden, um mich zu verteidigen, falls Falkenmut angreift. Das weiß ich nicht. Okay, Falkenmut spielt Wikinger. Hat die Wikinger, das ist natürlich eine starke Nation. Mhm. Was können die vor allem gut? Kennst du dich da ein bisschen mehr aus? Ja, die sind eher so infanterielastig, also Bogenschützen und Infanterie. Eher schlechte Kavallerie. Aber was halt die Wikinger ausmacht, ist, dass extrem gute Wirtschaft haben. So, ja, also du hast eh schon deine Taktik gesagt. Meine ist halt auch so ein bisschen schnell ins dritte kommen und halt dann angreifen, doch machen. Ja. Und ich baue halt ein bisschen Kavallerie. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich einzumollen. Gerade gegen so einen starken Gegner. Ja, könnte auch sein, ja. Je nachdem, was er so macht. Hey, da ist ja ein Wildschwein. Super. Ja, aber was ist denn das? Der Schwein. Ja, Schweine statt. Ja, ich habe auch Schweine. Okay. So. Okay, der nächste kommt dann aufs Holz. Ah, hier sind doch noch Schweine. Da bauen wir doch gleich ein Holzfällerlager. So. Okay, das klappt soweit. Jetzt hole ich mir mal das Wildschwein da unten, bitte. Nicht weglaufen. Braves Wildschwein. Wenn jetzt meine Maus noch ordentlich funktionieren würde. Das wäre immer cool, ne? Ja, manchmal. Könnte timingmäßig ganz gut klappen hier. Ich finde meine Viecher nicht, was sagst du dazu? Das ist natürlich auch äußerst ungünstig. Stimmt. So. Ah, da haben wir es, okay. Ja, Slaven ist ein Erfolg, das halt besonders effizient Nahrung sammeln kann und Fail. Und zusätzlich sind die Belagerungseinheiten gelingen. Das war halt also halt ganz gut, eh was zu unserer Taktik passt. Wenn es zu schnell ins Dritte gehst und dann mit Ritter kommst, kann er die mit Belagerungseinheiten unterstützen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist eine gute Kombination, deswegen haben wir jetzt dafür entschieden. So, ich muss jetzt schnell ein Haus bauen, natürlich. Okay, Haus wird gebaut. Da oben sind die Bärensträucher. Schicken wir doch gleich mal jemanden zu den Bärensträuchern hoch, bitte. Bauen hier gleich mal die Mühle. Hier ist auch das Wildschwein, das ist super, weil dann kann ich die alle zu der Mühle eigentlich hinschicken. Das ist wirklich hervorragend. So. Irgendwie flex darum, indem er mich beim Wildsaufgang behindert. Mit seinem Speer. Der kann das schon.
Okay, krass, stark. Ich muss noch mehr mit den Hotkeys arbeiten einfach. So. Okay. Soweit so gut. Ich wollte noch ein zweites Holzfällerlager bauen. Vielleicht da links hin. Bauen wir mal da noch eins hin. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, perfekt. Okay, bis jetzt läuft alles ganz gut. Hier ist auch eine Reliquie noch. Ja. Okay. Bauen wir mal ein erstes Feld. Noch ein Feld. Gut, ich bin am Weg in Feld Allzeit jetzt. Ja, ich mach ja, ich muss ja ein bisschen länger im ersten noch bleiben. Das ist ja, ja richtig. Standardmäßige Taktik. Ach ja, jetzt sollte ich langsam auf Gold, glaube ich, gehen. Und vor allem auch Siedler ausbilden nicht hält. Und noch ein Haus bauen. So. Die gehen wir aufs Gold dann. So. Okay, hier baue ich jetzt das Goldlager. Und danach gehe ich. Ja, es war ein bisschen. Nee, halt, ich muss noch das hier vorher holen. So. Dann gehe ich auch. Da war doch er gerade, oder? Hab ich dich. Okay, er ist einem zu werden, gut zu wissen. Er ist aber schon auch, okay, krass. Ja. Stark. Okay. Ja, ich bin auch im Agent, ne? Alles gut. So, das heißt, ich baue auch gleich die Kaserne jetzt. Hey, hast du natürlich eigentlich schon erkundet, wo er ist? Nee, habe ich nicht. Okay, ja, ich auch noch nicht. Das ist ein bisschen kritisch, finde ich. Aber gut. Ja, er wird rechts von uns sein, oder? Wenn du oben bist, ich bin links unten. Ja, ich vermute mal da irgendwie. Ah, ja. Ich habe ihn erkundet, okay. Ja, da ist er tatsächlich in der Nähe, oder? So. Wieso kann ich mir gerade keinen Speerkämpfer leisten? Okay, jetzt bauen wir den Stall als nächstes. Haha, ich brauche mehr Holz. Verdammt. Bin ein bisschen zu stark auf Nahrung hier. Noch. Ist nicht so toll. Ja, aber ey, ich hab zu viel Nahrung dafür. Was ist jetzt da los? Oh, er geht auf Bogen. Er geht richtig hart auf Bogen. Der kann ganz viel Bogenschütze. Jetzt schon? Oh oh. Ich hab gerade in seine Base geschaut und ich glaube, er geht schon los. Ja? Er kann zu dir kommen. Okay, ja, okay. Gut zu wollen und alles hier. Du musst jetzt eigentlich komplett dicht sein, sonst hast du. Das ist schon zu spät. Das schaffe ich gar nicht. Probier's auf jeden Fall.
Ja gut, ich glaube, ich spiele dann lieber H2, weil sonst kann man ziemlich schnell Ja, sterben. mach das mal bitte. Ja. Ja, kommt jetzt schon zu mir. Okay. Ja, ich hab schon ein paar Speer, aber das werden dann nicht reichen. Ich gehe jetzt H3. Okay, super. Sobald ich die Nahrung hätte, die ich dringend bräuchte. Er killt mir jetzt hier natürlich meine ganze Goldproduktion. Aha. Der Schlingel. Er weiß schon, dass er mich nur vom Gold so ein bisschen wegbringen muss. Gut, schaut schon ganz schlimm aus, oder wie geht's Nö, dir? nö. Okay. Ich age gerade. Dann kann ich die Ja, ersten Ritter super. bauen. Schön, dass das Ja, so jetzt gut greift er mich da klappt. unten an. Ja, da wird er jetzt mir wahrscheinlich ein paar Siedler Schaden machen können. Ich versuche mal dafür bei Ärmere hin zu gehen. Da was sagen wir denn zu zweit? Ja, da tötet er mir jetzt gerade alles. Der hat sich einfach komplett zürgen wollen, der Schlingel. Kann überhaupt keinen Schaden machen. Ah, jetzt habe ich kein Holz mehr. Ja, er hat mich natürlich ein bisschen unter Bedrängnis gebracht, leider. Aber sobald ich geaged bin, kann ich ganz gut dann bauen. Ich habe jetzt nur kein Holz mehr. Okay, super. Ah, ich brauche echt dringend wieder Holz. So, Ritter werden gebaut. Okay, super. Ja, ich meine, warum ist das so weit vorne von den Punkten? Aber naja, egal. Er ist gut. Er tötet Ziele halt die ganze Zeit gerade, ne? Okay. Schon wieder einen getötet von mir. Okay, das. Also mir geht's super. Ja, schön. Könntest jetzt langsam mal kommen mit Armee. Ach so, okay, ja, kann ich machen. Ist er immer noch bei dir? Ach so, oh, ups, okay. Ja, die ganze Zeit. Er tötet mir Siedler. Ja, okay, ich kenne schon. Das war jetzt schon früher, kann man sehen, dass man da ist. Boah, er hat meinen Ritter einfach gekillt mit den paar Bogenschützen. Jetzt habe ich auch kein Gold mehr gerade. Schwierig. Jetzt kriege ich die Bogenschützen down, aber. Jetzt können wir aber ihn. Dann Okay, greife verdammt, jetzt früher kämen wir jetzt. ich. Ich habe jetzt Ah! alles abge. Aber jetzt habe ich viele Siedler verloren, leider. Und meine Wirtschaft ist ein bisschen im Keller. Ja, aber wir können ja einen Gegenangriff starten. Hast du einen Marktplatz gebaut? Also sechste das, was ich habe? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe da. Okay. Ich keine Mach Ressourcen das gerade. gleich mal, damit wir uns besser absprechen können. Ich brauche erstmal wieder. Warte mal. Ich brauche erstmal wieder irgendwie Kontrolle über alles hier. Holz brauche ich vor allem hier. Ich brauche mehr Nahrung. Ey, mir fehlen gerade echt viele Ressourcen. Ich brauche jetzt das Holz-Upgrade endlich. So, Holz-Upgrade on the way. Okay, ich habe jetzt mal so drei Ritter gerade mal. Also viel ist es nicht. Okay, ja, dann schick's an. Also, ich bin schon am Kämpfen. Da Ah, vorne, also, okay. ich greife jetzt mal an. Aber es ist halt schwierig, wenn du nicht sechs, was ich mache. Er ist auch im dritten schon. Ja, ich komme. Okay, ich habe zu viel auf Gold. Merke ich gerade. Baue ich vielleicht noch ein Feld? Ich würde ja gerne noch Ja, ein der Dorf geht richtig zum hart auf Bauen. Bogenschützen. Ich muss auch schauen, dass wir ins nächste kommen. Ja, ich schaue, dass ich bald auch einen Marktplatz baue. Aha, super.
So. Und den Marktplatz bauen wir jetzt mal. Okay, gehen ins nächste. Sehr gut. Okay. Soweit, so gut. Ah, er baut ein Dorfzentrum hier. Das kann ich vielleicht verhindern, muss ich mal gucken. Ja, das ist halt super. Ja, der hat ziemlich viel anderes Schützen, nur zu deiner Info. Also damit die Bohrritte kannst du es nicht kämpfen. Ich schaue, dass ich in dritter Zeit gehe und dann so belagern. Oh mein Gott, er baut sich da jetzt ein. Wie gut. Was ist das für eine Taktik? Oh, also ich dachte, das ist echt nicht gern verlieren, sag ich mal so. Aber greift der, kämpft er gegen dich gerade oder was die ganze Zeit? Nein, 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 nein. Ich gehe jetzt in dritter Zeit und dann baue ich Belagerung so. Hä? Ich komme doch nicht rein. Ja, der hat jetzt gut zirken wollen. Was hat er sich da, okay, Rückzug. Jetzt greift mich ein Bär an, mein Gott. Okay, ich sammle hier beim Gold mal meine Truppen. So, ich baue jetzt erstmal noch jetzt Dorfzentrum. Ich werde jetzt da hervoren. Wo ist denn, wo meine Siedler gerade sind? Da. Werde ich so eine Belagerungs-, also Waffenschmiede bauen. Und da kann man dann Druck machen. Ja. Okay. Jetzt töte mal diesen Bären hier, meine Fresse. So. Oh, wieso greift denn der an? Das wollte ich gar nicht. So, warte mal, ich muss jetzt wieder mal ein bisschen was umstellen hier, ein bisschen stärker auf Gold. Und stärker auf Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, mit dem nächsten Holz versuche ich dann auf jeden Fall auch wieder andere Sachen zu machen. Ich brauche noch die Upgrades hier. Angriffs-Upgrade. Da oben bist du jetzt, okay. Ich bin da unten, ne? Ich wollte dieses Gold ihm ein bisschen streitig machen. Ja, ist gut. Aber heute halt, um richtig drauf zu gehen, da haben wir halt was Gescheites. Belagerungswaffen. Die baue ich da jetzt gerade. Ja, das ist gut. Ich muss wieder ein paar Häuser bauen. Ich habe ja mit meinem Speer so ein bisschen Fessel baut, dass ich immer sehen wollte, nach rechts irgendwie abhauen mich. Oh, shit, er greift mich gerade an. Oh, meiner Base. Oh, oh. Okay, dann mache ich jetzt Druck, okay? Weil ich kann halt da niemals kommen. Ja, dann muss ich da jetzt wieder zurückmarschieren. Alter, der hat eine riesen Armee da. Ja. Aber es ist alles nicht so schlimm. Hoffe ich. Aber ich metzel gerade seine Armbrustschützen ganz gut nieder. Ich habe jetzt kein Holz mehr, was nicht so toll ist. So. Okay. Okay, und wir bauen jetzt hier noch ein Holzfällerlager, wenn ich mal das Holz noch hätte, verdammt. Vielleicht versucht jetzt anzugreifen, cool, mal schauen. Direkt seine Armbrüste. Oh, leck, jetzt ganz dicker Hit auf seine Armbrüste. Er hat die komplette Armee verloren. Ja, gute Arbeit. Ich töte auch gerade seine komplette Armee mit meinen Rittern, hoffe ich mal. Oh mein Gott. Wobei, der macht gut Hit and Run. Der könnte meine Armee mit Bogen, mit Ambusschützen einfach down bekommen. What the hell? Ja, ja, das ist in Age 2 echt krass, wenn man mit Hit and Run macht. LOL. Ich hab alle Ritter verloren gerade. Und deswegen habe ich Belagerung gesorgt. Das ist ja krank. Das ist ja absolut krank. Da bringen mir meine Ritter ja gar nichts. Ja, da hast du eine gewisse Masse, gell? Ja, ich hatte eine Masse. What the fuck? Jetzt habe ich kein Gold mehr. Das, ja. Er ist halt jetzt in meiner Base, ne? Aber wenn du bei ihm Schaden machst, ist ja auch alles gut. Ja, du
kannst du mal kurz schauen, was bei ihm da abgeht. Ich mach noch richtig gerne. Ah ja, ich seh's bis in seiner Base. Pass auf, du hast da auch noch Ritter, die du mit hinschicken kannst. Ja. Aber wie mies! Der einfach meine Ritter dadurch fertig machen kann. Okay, ich brauch mal wieder Siedler, fällt mir gerade ein. Ich habe die ganze Zeit vergessen, Siedler zu bauen. Ich wollte auch hier endlich ein Holzfällerlager noch bauen, bitte. So. Er greift mich aber auch gerade nicht mehr an. Er greift dich jetzt, glaube ich, an mit den Armbrustschützen oben. Ja, ich greife er mal. Ja, okay, dann komme ich zu dir zum Angriff rüber mit, okay? Ja, bitte. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So, ich habe jetzt sehr viel Nahrung. Um das Gold kümmere ich mich auch gerade. Okay. Wie sieht es denn noch aus mit Schmiede-Upgrades? Ja. Defensives Upgrade bitte noch. Ah, mir hat noch die Säge vom dritten Age gefehlt. Das ist natürlich nicht so toll. So. Okay. Oh, ich habe meine ganzen Belagerungsteile gerade zerstört. Ich muss neu bauen. Und ich brauche erstmal auch mehr Holz. Wow, der ist mit ganz viel Armbrustschützen in meiner Base. Ja, habe ich doch gesagt. Dort? Oh. Du hast doch gesagt, ja, dafür greifst du ihn halt an. Ja, ich weiß, du schau, dass du den Mangel kaputt kriegst und dann geh aber am besten wieder aus, weil die sind halt schon ziemlich stark, da das 14 drauf. Gut, dann schießt du drauf. Ja. Ich baue da Burg hier, das hat die Position sichern. Ja. Ich will jetzt gerne einen zweiten Stall endlich bauen. So, Schmiede, habe ich da jetzt noch irgendein Upgrade? Nee. Dafür müsste ich ins nächste Zeitalter. Ah, der möchte eine Burg bauen. Oh je. Oh je. Das darf ich nicht verhindern. Der verhindern. Muss verhindern. Ah! Geh am besten jetzt mit deinen Ritter ein. Ich glaube, oh, nee. Wohin? Ach so, dort vorne. Ja, der möchte eine Burg bauen. Ja. Das darf man nicht zulassen. Ich glaube, der kriegt das Ding einfach fertig. Natürlich kriegt er das fertig gebaut. Ja, aber ich glaube, wenn wir an der Burg stehen, macht die Burg doch keinen Schaden, oder? Ja, nur wenn es komplett direkt an der Burg steht. Aber das Dorfzentrum schießt halt drauf, ne? Ja, okay, nee, Rückzug, das macht leider keinen Sinn. Bau du bitte schnell deine Burg fertig. Wir sollten dann an einem anderen Punkt vielleicht auch greifen. Ja, aber die Burg müssen wir halt bei dir jetzt einfach mal verteidigen, weil ich glaube, er raidet dich immer noch, ne? Fällt mir gerade ein. Ja. Ich schau mal, dass ich da gleich mit ein paar Truppen einfach deine Raids versuche aufzuhalten. Ja, das war super. Also, oh nein, ich habe nur noch 18 Ziele. Oh, die haben mich echt fertig gemacht. Er ist im vierten, hä? Stark. Was ist das? Okay. Er ist halt echt krass. Ja, ja, er ist stark dabei. Warte mal, ich overmesse gerade ein bisschen. Müsste ja auch mal ins nächste Zeitalter. Dafür brauche ich dann Stein, wenn ich eine Burg bauen wollen würde. Wo ist Stein? Hier ist Stein. Ich gehe jetzt auch noch mal ein bisschen auf Stein. So. Okay. Ich versuche die Bogenschützen down. Ich bekomme, glaube ich, die Bogenschützen einigermaßen down. Nicht perfekt. Ja. Aber ein bisschen down. Ich glaube aber tatsächlich, dass das schon vorbei ist. Also wie schaut es denn bei dir wirtschaftlich aus? Gut. Gut? 62 so. Siedler. Ja, weil ich habe halt 16, ne? 16? Ja, ich hab mich komplett fertig geredet. Okay. Ich habe jetzt seine Armee da oben, seine Raid-Armee down, ne? Ja, immerhin. Ich kann ja versuchen, dass er mir wieder aufbaut. Vielleicht wird's mal. Bau Dorfzentrum. Ach nee, der reißt die Burg bei dir gerade ein, sehe ich, mit Triebböcken. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt unglücklich.
So. Ich baue jetzt einfach noch zwei Ställe. Zack. Danach gehen wir aufs Holz hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ich hab kein Holz mehr. Okay, da können wir jetzt die Arme. Da müssen jetzt deine Katapulte drauf schießen, bitte. Ja. Ah, ich komm nicht durch. Deine Reichweite ist halt nicht so toll, ne? Soll ich da jetzt reinmarschieren? Ich glaube, das macht keinen Sinn, da reinzugehen, ne? Hier anders schützen. Aber er reißt halt jetzt schon wieder deine Stelle alle ein. Ich muss halt jetzt auch noch agen. Dafür brauche ich jetzt noch. Ja, die Burg habe ich zu wenig Dings. Ich muss einfach schnell. Komm. Kannst du da rein? Geht der baut da irgendwas? Eine Burg? Ja. Achso, aber. Da unten, ja, gut. Ach man, er schießt mir hier schon wieder alles ab. Der hat mir einfach die komplette Armee da wieder zusammengeschossen. Das ist doch. Ja, ja, ich glaube, das ist. Er hat schon mehr Punkte als wir zwei miteinander. Das ist krass, wie stark so jemand sein kann. Er ist heftig, gell? Ich overmesse hier schon wieder. So, jetzt baue ich mal ein paar mehr Truppen hier. Oh je, der kommt zu mir. Er greift mich jetzt schon wieder hier an, okay. Ach und die, ah, ja, er greift alle gleichzeitig an. Ja, ich meine, er kann's halt. Ja. Oh shit. Bin ich jetzt wahrscheinlich auch schon zu spät, oder? Ja, da steht halt auch einfach eine Burg. Ah. Okay, euch darf ich alle zurückziehen einmal. Also ich sammle hier wieder ein paar Kavalleristen. Und mir fehlt halt jetzt absolut die Nahrung, um H4 zu gehen gerade. Ja, ich kann da gar nichts mehr geben, also ich hab nichts mehr. Der pusht, also my Bay ist jetzt verloren. Ich kann versuchen, dass er mit zu dir um mich rettet. Ja. Gerne. Mach das. Deine Ritter bei mir laufen kurz ein bisschen im Tod. Oh oh. Diese Bogenschützentaktik, ne? Okay, wenn ich jetzt die Ressourcen hätte, dann könnte ich ins nächste Zeitalter gehen, aber. Mir fehlt ein bisschen was noch. Alter! Allein die Reichweite, die hier auch haben. Ich habe jetzt aber auch ein paar Truppen gleich. Oh, jetzt fehlt mir ein bisschen Gold. 400 Gold zum Agen. Okay, ich greife jetzt einfach an mit der Armee, die ich habe. Mal schauen. Ich umschließe ihn jetzt. Lost End, oder? Ah ja, ich seh's doch bei dir. Hm? Das kannst du sogar gewinnen. Kann ich nicht irgendwie Marktplatz Gold tauschen? So, ja, ich hab's sogar richtig gut gewonnen. Krass. Ja, mit H3 anhalten, nicht schlecht. Genau, und jetzt möchte ich bitte H4 gehen. Zack. Button ist gedrückt, Leute. Und weitere Truppen werden gebaut. Aber er hat halt meine Wirtschaft echt. Ein bisschen in den Eimer gezogen. Leider. Nur noch 42 Siedler. Siedler gehabt. Oh, ja. Er pusht dich jetzt, aber. Bist du ein bisschen zu mir gekommen? Nur Chance, echt. Bist du zu mir gekommen, oder? Na, das, ja, man denkt bei dir ist er auch schon. Ja, aber das habe ich abgewehrt. Ja.
Also, alles gut. Ich bin sowieso am Ende, aber ich kann es probieren. So. Jetzt gehen wir mal wieder auf die Felder, bitte. Ah, eine kleine Armee habe ich. Aber krass, wie stark der da sein kann. Da hätten wir wahrscheinlich doch nicht diese FF-Taktik, sondern früh Druck machen müssen. Ja, vielleicht hast du es gewonnen. Hier hatte ich noch Siedler drin, verdammt, die habe ich vergessen. Wusste ich doch, dass da irgendwas nicht passt. So, neue Ritter bitte ausbilden. Zack. Ach stimmt, der heilt die doch. Heilt er die nicht automatisch oder muss ich das befehlen? Ich weiß es nicht, ich kenne mich da zu wenig aus mit Heilern. Habe ich nicht drei Dorfzentren eigentlich gehabt? Achso, ja, das eine hat geaged, deswegen. So. Jetzt brauche ich halt hier dieses Chevalier-Upgrade. Da fehlt mir gerade ein bisschen Gold. Jetzt habe ich leider kein Gold mehr. Und er greift mich direkt an. Was nicht so toll ist. Gut, dass du da eine Burg stehen hast. Meine Kaffee ist wahrscheinlich halt nicht so gut dagegen, ne? Schätze ich mal. Nicht wirklich, ne? Stimmt. Aber ich probiere es jetzt mal, da drauf zu gehen. Schauen wir mal, ob das jetzt schief geht. Ja, Hauptsache meine Siedler gingen wieder down. Oh mein Gott. Ich krieg die ja mir schon down hier, ja. Okay. Ich brauche wieder Gold da hinten. ...56 habe ich immerhin noch. Ich meine, ja, jetzt kommt er halt langsam, ne? Ich bringe mal meine Armee noch in Sicherheit. Aber Paladin-Upgrade werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Dafür fehlt mir einfach gerade. Wobei, wie viel kostet das? Boah, sehr viel Nahrung und Gold. Ich weiß nicht, ob sich das halt lohnen wird. Erstmal hier sammeln. Erstmal ein paar Truppen noch sammeln. Mir fehlt auch, glaube ich, noch irgendein Gold-Upgrade hier. Ja, genau. Okay, ich versuche jetzt da von hinten zu kommen. Mal schauen, wie die Taktik aufgehen wird. Ah, Mist, der kommt aber da unten jetzt. Ah, ich glaube, das Paladin-Upgrade wird sich da nicht lohnen. Mal gucken, ob ich seinen Nachschub irgendwie abschneiden kann. Ja, okay, zu viel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nee, er kann mich einfach halt... Ja... Ah, mein Gott. Er macht mich da halt einfach nieder mit diesen Elite-Berserkern, ne? Boah, ganze Armee niedergewählt. Niedergewalzt. Ich habe halt keine also Fernkämpfer meine ich, genau. Aber für Fernkämpfer ist wahrscheinlich auch schon zu spät, oder? Ja, da sind die Ställe auch down. Jetzt habe ich wieder Ressourcen. Nachdem ich da gespart hatte auf das Paladin-Upgrade. Ah, die habe ich jetzt ein bisschen verschwendet, ne? Das war nicht so toll. Zwei, drei, vier.
Lass und lass, denn schauen wir mal, was wir da noch machen können. Der killt da jetzt halt alles. Du hast gar keine Armee, ne? Na. Schade. Ha, wir haben es echt gut versucht. Und ich meine, ich konnte ja seine Angriffe und so weiter auch ganz gut abwehren. Aber der Rest. Jetzt habe ich auch kein Holz mehr, weil ich natürlich den ganzen Stall und so gebaut habe. Bringt mir das halt auch kein Paladin-Upgrade mehr, was, wenn ich keine Masse an Armee habe. Komm, bau den Stall hier noch fertig, bitte. Dann lass denn wenigstens noch ein paar Truppen bauen. Oh, die haben nicht mal den Stall fertig gebracht. Dieses Einquartieren klappt auch noch nicht so super. Wie schnell er da auch einfach alles einreißen kann, das ist echt krass. Habe ich jetzt das Paladin-Upgrade? Ist das jetzt abgebrochen worden? Das war jetzt in dem Stall. Oh, unfassbar. Ja, diese Berserker hauen natürlich gegen Kavallerie auch richtig hart rein. Also da kann ich mal mit einer Überzahl an Paladin irgendwie oder Chevaliers was erreichen, aber so nicht. Krass, hat uns einfach besiegt und wir konnten das nicht abwehren, ne? Gut, ich glaube, da können wir aufgeben. Schade. GG. Hat er sehr gut gespielt, der Falkenmut. Sehr gut gespielt. Auf jeden Fall. Also echt krass. Also vom Swagging One Schooner. Ja. Richtig stark. Ich meine, ich habe sogar, fand ich, ganz gut gespielt. Ich kam schnell ins Dritte. Ich konnte seine Angriffe wieder einigermaßen abwehren. Gut, ich habe ein paar Siedler verloren. Er hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich kam ja dann trotzdem mit meinen zwei Stellen auf Kavallerie. Wie es sein soll. Später aus vier Stellen. Aber das Problem war halt, dass er dann dich schon völlig fertig gemacht hatte und ich alleine kann natürlich nicht gegen ihn bestehen. Ja, das lief schwierig. Ja, allein wieder die Burg defensiv, das ist so mit den Dorfzentren, er hat sich so gut, super defensiv da eingebunkert. Die Burg früher bauen sollen, die aggressive. Meinst du deine? Ja. Ja, ich meine, ich baue ja immer lieber die Dorfzentren, habe dann aber keinen Stein mehr übrig und muss, dann müssen wir ja so oder so noch genügend was hacken. Wir holen jetzt den Falkmut mal wieder dazu, liebe Zuschauer. Ja. So, hallo Falrin, hallo Falkmut, Chichi. Servus. GG. Ein sehr interessantes Game, ja, da ja, hast du uns doch mal fertig gemacht. Die, ja? Ja, sehr stark gespielt. Danke, danke. Sehr stark gespielt, ja, das war dann einfach sehr schwierig. Vor allem, wie gut auch du mit deinen Schützen wieder gemicrot hast, dass du selbst vor allem am Anfang meine Kaff vollständig vernichten konntest, als du einmal in meiner Base warst. Dann war ich aber ganz stolz einmal auf mich, als ich dich schön umschlossen habe, dass du nicht mehr weglaufen konntest. Da habe ich dann mal alles vernichtet, ohne dass ich großen Schaden hatte. Ja, aber also einmal, hätte ich gemeint, jetzt wird sowas wie dein Dorfzentrum fast down war und dann hast du es aber irgendwie durch repariert gekriegt und dann habe ich nicht gescheit gesteuert und dann, das war irgendwie echt knapp. Aber du hast dann einfach die Stärke in die Wirtschaft gehabt. Und natürlich die Raiden in meiner Base, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Das Raiden war halt wirklich stark. Halt mit Armbrustschützen, das ist so krass, dass das so gut klappt und dass da die Kavallerie, also du brauchst echt eine Masse an Kavallerie dagegen, um da dich zu schützen. Richtig, ja. Ich meine, die habe ich dann zum Glück auch wieder rausbekommen, einigermaßen. Das ist halt das Blöde, dass es keine Verlangsamung gibt in dem Spiel. Deswegen ist dann die Schützen so stark. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, wir können nochmal in die Statistik schauen, haben wir jetzt noch gar nicht geschaut. Ja, 7000. Alter Schwede, der Unterschied dieser Punkte, das ist so krank. Also nicht mal, dass du irgendwie so stark warst wie wir beide zusammen, sondern so vier- oder fünfmal so stark. Die Punkte musst du ein bisschen anders betrachten, also getötete Einheiten und abgerissene Gebäude zählen viel stärker da rein, also die Punktezahlen werden anders berechnet. Okay, okay. Gut, getötete Einheiten hast du trotzdem 335 gehabt, wir beide zusammen gerade mal 190. Ja. Das ist traurig. Und du hast halt richtig viel abgerissen einfach. Und du hast nur ein Gebäude verloren. Ich hab ein Gebäude abgerissen. Jetzt bin ich, welches war das denn überhaupt? Vielleicht ein Haus oder so? Haus. Oh Mann. Super. Okay. Krass. Wirtschaftlich. Wirtschaftlich war, ja, hatte ich mehr Nahrung auf jeden Fall als Tobi. Gut, Tobi war ja dann auch früh draußen, als du seine Siedler getötet hattest. Aber wirtschaftlich kam ich auch nicht auf das Niveau von dir, Falkenmut. Das ist krass. Wie viel, allein doppelt so viel Gold, Steine habe ich gar keine gesammelt, doppelt, mit dreimal so viel Holz und nochmal 10.000 mehr Nahrung, es ist so krass.
Du hast mehr gesammelt als wir beide zusammen. Ja, genau, deutlich sogar. Oh Mann. Das ist unfassbar. Hier, was sagt denn die Zeitalter? Ja, wir hätten doch früher Druck machen sollen. Das ist recht. Tobi und du waren ungefähr gleichzeitig geaged. Ich bin wieder klassisch, ne, mit 13 Minuten. Das hat gut gepasst, auch mit 17,45. Das ist immer ziemlich, mittlerweile komme ich da ziemlich exakt hin, ne, mit 17,45 ins dritte Zeitalter mit dieser Taktik. Ja. Und dementsprechend war ich auch der Erste im Ritterzeitalter. Aber du hast mich halt so krass und den Tobi mit den Armbrustschützen unter Druck gesetzt, dass wir da, dass ich gar nicht so viel aus meinem Ritterzeitalter machen konnte. Und ich habe halt dann auch einige Siedler verloren. Richtig, genau. Kam sehr spät erst. Mir war klar, dass du es versuchen würdest, wieder mit Fast Castle und Ritter bauen. Ja. Step, bin ich auch zu dir, um deine Wirtschaft zu töten. Ja. Damit du nichts damit anfangen kannst, wie du schon korrekt gesagt hast. Das stimmt. Ja, und danach ein bisschen verteidigt gegen Tobi. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Siedler ich verloren habe? Ich glaube nicht. Schade. Weil ich hatte das Gefühl, klar, ich habe einige verloren, aber ich glaube, ich habe auch immer wieder ganz gut die zurückgezogen ins Dorfzentrum. Weil ich hatte ja da unten auch meine Häuserlein gebaut, dass du dann immer eigentlich außen rumlatschen musstest. Und aber ich musste halt mich immer wieder zurückziehen, das war halt auch viel Idle Time. 126 Bevölkerung hattest du, ich hatte 72. Ja. Da hast du mich echt gut unter Druck gesetzt, obwohl ich trotzdem... Warte mal. Wie viele Dorfzentren hatte ich denn da jetzt zum Schluss? Hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte doch drei. Ja, genau. Ich hatte doch drei auch gehabt. Aber es war halt echt viel Chaos und überall Einheiten. Ich meine, so ein paar von diesen Berserkern konnte ich auch mit der Kraft mal töten. Aber halt, als so eine Masse da war... Keine Ahnung. Da hatten mir jetzt in dem Fall einfach noch Fernkämpfer gefehlt, dass ich die rausfokusse, die Berserker, und dann mit der Kraft erst in die Armbrustschützen reinmarschiere. Das war ja, dann auch aber, schwierig. Aber selbst dann als auch... Mit Chevalieren musst du auch schon aufpassen gegen die Arbalisten. Echt? Mit ähnlichen Zahlen, ja. What? Die Arbalisten? Also bin ich die richtig Micro dann. Ach krass. Also du kannst dich zum Beispiel irgendwo bei einer Woodline jetzt, wo jetzt meine Archer noch stehen, wenn du da mal hinschaust, da hat's ja oben in der Woodline so ein Teil Platz. Das siehst du jetzt wahrscheinlich nicht, weil du noch... Oh nee, du hast jetzt die kleinen Bäume, ja, hab ne? ich. Genau, das siehst du, da kann man so ein bisschen so rein und dann haben sie wenig Angriffsfläche, die Chevaliere. Und meine machen halt weiter Schaden. So Geschichten kann man eben auch mit denen machen. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Dass man alle Einheiten auf Ur Fatal stellt, ja. Genau. Und was ist also der beste Counter dann gegen so Arbalestenschützen? Plänkler. Wirklich? Plänkler, okay. Plänkler sind unheimlich stark. Oder Belagerungsrotten, das habe ich versucht. Ja, Unagel. Na okay. Ja, ich wollte ja jetzt zum Schluss noch, aber das war viel zu spät. Ich hätte vielleicht früher noch auch auf Plänkler gehen müssen. Ich meinte, eine Plänklermasse wäre auch gegen die Berserker noch mit der Entfernung und Arbalestenschützen gut gewesen, aber ich weiß auch nicht. Ich bin halt dann so auf diese Rittertaktik eingestellt. Finde ich es immer ein bisschen schwierig, flexibler zu werden, wieder auf Plänkler zu gehen. Also gegen Berserker verlieren die Plänkler eben. Ja, aber das sind ja auch die Kavalleristen nicht gut. Gegen die Berserker. Gegen die ist eigentlich gar nichts gut, gell? Außer vielleicht Arbalestenschützen wieder. Naja, ihr müsst halt sehen, dass die Berserker komplett upgegradet sind, also... Die haben auch extra Angriff gegen Kavallerie. Boah, und sowas. Ja, krass. Berserker-Gänger, wie sich das nennt. Da brauchst du einfach entweder Schützen, also jetzt wirklich Armbrustschützen und jetzt nicht nur Bücher. Ja, verstehe. Oder mehr wird schwierig. Okay, krass. Ja, ich habe auch mein Paladin-Upgrade auch nicht mehr durchbekommen jetzt. Ich habe halt auch ewig gebraucht, um ins Imperialzeitalter zu kommen. Es war so knapp, mir hat immer ein bisschen was gefehlt. Sonst wäre ich viel schneller abgehen können. Hätte ich da die Upgrades gehabt. Ja, zu dem Zeitpunkt war so welche vorbei. Eigentlich. Ja, da war Tobi einfach schon zu geschwächt. Ja, genau. Aber dich haben diese Raids am Anfang auch irgendwie völlig so links liegen lassen. Ich hab dich so drauf hingewiesen und du so, ja, ich greife aber dafür gerade an. Na, weil du hast ja gesagt, du hast alles im Griff dann. Ja, weil wir waren. Nee, bei dir meine ich deine Raids. Ich hab doch dann gesagt, hey, pass auf, der ist jetzt oben bei dir. Und du so, ja, aber ich greife ihn dafür an. Ja, stimmt, das hat mich nicht wirklich interessiert. Genau, das hat ihn nicht interessiert. Weise, weil dann war die ganze Wirtschaft. Ja, aber das darf ja auch nicht sein. Da musst du sagen, ne, Gaius, komm, schick deine Armee da hoch. Weil ich dachte, du hast es im Griff. Ich dachte, du meinst mit ja, okay, du ziehst deine Siedler schnell ins Dorfzentrum und verlierst nicht so viel oder hast selbst da noch eine Armee oder was weiß ich. Also ich habe mich dann halt nicht weiter mit deiner Base beschäftigt. Hättest du gesagt, pass auf, ich brauche Hilfe, weil du kannst ja nicht alle deine Siedler verlieren, ne? Dann ist es halt für dich vorbei. Ja, ich meine, wenn wir jetzt miteinander schnell da Druck machen, dann gewinnen wir schon, aber... Ja, die Burg beim Dorfzentrum, stimmt, das Dorfzentrum hat nur halbe Lebenspunkte noch, genau. Man darf ja nicht vergessen, dass man in Age 2 halt viel langsamer pushen kann als in Age 3. Ja. Deswegen habe ich gemeint, wenn wir jetzt einfach mit der Armee Druck machen, dann passt es schon. Ist richtig. Aber so ist es, ne? Das ist richtig. Naja. Wie viel Holzfällerlager du auch einfach hattest, ne? Sehr effizient.
gesammelt. So viel hatte ich gar nicht. Ich habe vielleicht 3 oder 4 nur gehabt. Einander. Da muss ich echt mal mehr bauen in Zukunft, dass das effizienter wird. Ja, ja, krass. Sehr wichtig. Und diese Masse an Burgen. Hätte jetzt schon einmal. Aber wir können auf jeden Fall nochmal was machen. Aber an der Stelle beenden wir erstmal das Video, würde ich sagen, liebe Zuschauer. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es nicht geschafft. Leider, wir haben unser Bestes versucht mit den Taktiken. Vielleicht muss man da irgendwie andere Taktiken mal anführen. Ja, wahrscheinlich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet, wie jetzt hier der Falken und der Fallrin sich geschlagen hat und was wir aus eurer Sicht hätten anders machen müssen mit unserer, ich sag mal, geringen Erfahrung in Anführungszeichen, was da so die besten Taktiken wären. Und dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, mal was Spannendes hier zu sehen in der Art. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Arbeit Ehre.